So, und hier geht's auch direkt weiter. Die Aufnahme ist nämlich noch nicht beendet. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt mal länger auf. Ich schaue, dass ich eine Stunde aufnehme oder so, dann habe ich immer gleich zwei, drei Folgen im Kasten. Was wollte ich sagen? Ja. Also jetzt hier direkt weiter. So, die zwei Stöcke können wir eigentlich mitnehmen. Kann ja nicht schaden. So, fall in diese Richtung bitte. Na, scheiße. So, irgendwie hat's da die Wand. Hier war mal eine Wand. Ich schwör's, da war eine Wand. Keine Ahnung. Hallo? Wieso die weg ist? Vielleicht irgendwie wegen dem Update. Ich weiß es nicht. Mal schauen, das war glaube ich die Experimental Wall. Sag jetzt bitte nicht, dass sie die wieder rausgenommen haben. Hier hauen wir uns gleich mal noch Scheppiche auf den Boden, weil es so wunderschön aussieht. Obwohl, das war irgendwie dämlich. Wie mache ich den wieder weg? Ach, sieh. Ich will nämlich eigentlich einen Holzboden. Was wollte ich jetzt? Genau. Decorative Skull. So, Ich bin falsch. Ich wollte hier hin. Wall, Wall, Wall. Keine Experimental Wall, bin ich blöd. Experimental Wall, hier ist es doch. So, das packen wir irgendwo dahin. So. Jawohl. Jetzt ändern wir das wieder auf Ding. Auf, was wollte ich? Tür und Fenster. Letztes Mal war es, glaube ich, andersrum, aber ist ja egal. Da. So, Baumstämme brauchen wir. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Bedeutet, ich muss erst wieder was futtern. So, einmal einen schönen Lurch auf den Grill. So, irgendwie sieht das Feuer mittlerweile auch beschissen aus, wenn man das mal so sagen darf. Früher sah das irgendwie besser aus und ich brenne schon wieder. Wie kann man echt so dämlich sein? Diesmal lasse ich mich nicht von denen erwischen. Jo, hat aufgehört. Und dann brauchen wir noch Wasser. Essen. Jo. Und jetzt müssen wir ausprobieren mit diesem, mit diesem. Wo ist es denn? Hier ist es nicht. Moment, wir fangen von vorne an. Dieses Teil, um Wasser zu sammeln. Bei Bäumen. Aber Sap ist doch. Das sammelt, glaube ich, kein Wasser, das sammelt was anderes. Habe ich überhaupt den Topf? Nö, ich habe keinen Topf. Nö. Okay, das ist blöd. Wir brauchen dringend Wasser. Ja, scheiße gelaufen. Aber das können wir aufhängen. Hier so. Und anzünden, glaube ich. Oder auch nicht. Soll nur hübsch aussehen oder was? Ich dachte, das kann man anzünden. Puh, egal. Wir machen einfach mal weiter. So, einmal hier. Ich brauche viel zu viel. Was ist das denn? Ein einziger Baum weht im Wind. Ist aber anscheinend auch null. So, die scheiß Sonne geht unter. Und ich habe immer noch nichts geschafft, wie immer. So, komm schon. Diesmal.
hoffe ich, er fliegt mal in die richtige Richtung. Komm, komm, komm. Jawollo. So muss das sein. Und hier staubt jetzt auch der Boden, wenn der Baum umfällt. So. Geht schneller als erwartet. Hallo. So, noch ein Bäumchen. Ich sehe nichts mehr, es ist dunkel. So, mir ist aufgefallen, ich kann eigentlich diese Schnellklicktaste an meiner Maus drücken. Da kann man einstellen, wie oft es pro Sekunde klicken soll. Dann muss ich nicht die ganze Zeit auf die linke Maustaste drücken, um die Bäume zu fällen, sondern ich drücke einfach durchgehend diesen Knopf. So. Die erste haben wir gleich. So. Und dann, jawohl. Muss ich mal schauen wegen der Decke, ob ich die da noch irgendwie dazu krieg. Weil ohne Decke wäre das Haus irgendwie blöd. Also ohne Dach meine ich. Floor Hole. Kann man auch gebrauchen. Was ist das denn? Was? Keine Ahnung, wie das benutzt wird. Naja. Moment. Wo ist denn der Boden? Da. Geil, ich sehe nichts mehr. Ach, was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Alter. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wir packen das mal weg. Feuer. Hallo. So, jetzt sehen wir wieder was. Und ich gehe einfach mal pennen. Zwischenzeitlich. So, da war gerade ein Schnitt. Mein Handy hat geklingelt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade eben gesagt habe. Wie immer halt. Habe ich schon geschlafen? Ich habe schon geschlafen. Dann muss ich noch einmal schlafen. So. Alter, 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 Alter. First, okay, ich muss Wasser trinken. Beziehungsweise ich trinke einfach mal Alkohol. Das kann ich eh besser. So, was wollte ich tun? Genau, ich baue jetzt erstmal das Haus fertig. Oder was heißt fertig? Zumindest mal die Wände wären nicht schlecht. So. Und dann, jetzt hat das Wasser irgendwie eine andere Farbe. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie mit dem... Hallo? Mit dem Shader oder halt mit der... keine Energie mehr mit der Tageszeit zusammenhängt, je nachdem, dass sich dann die Farbe vom Himmel anpasst und die Farbe vom Wasser. Fände ich zumindest nice, wenn es so wäre. Und ich habe verkackt mit dem Baum. Okay. Irgendwie fände ich es besser, wenn es wäre wie bei Stranded Deep. Bei Stranded Deep kann man ja die Bäume fällen. Und dann die gefällten Stämme oder die Bäume halt mit sich ziehen. Das Blöde ist halt, dass man dann immer die Stämme dann nochmal extra in kleinere Teile aufteilen muss. Dauert halt länger. Wo ist der letzte? Das waren doch jetzt nicht nur drei, oder? Keiner mehr da, okay. Oder ich bin dumm, aber das kann natürlich auch sein. Hier liegt noch einer. So, die waren da dann. Hallo? Hallo? Ich würde gerne hier das hier dran machen. So. So, die Tür steht auf.
verstehe immer noch nicht, wieso sie hier so eine scheiß hin und her schwingende Tür drin haben. Ist ja viel besser, wenn sie bei Minecraft einfach zum Auf- und Zuklicken wäre. So, dann brauchen wir da. Wir brauchen noch einige Bäume. 35 Loks. Wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Ich überlege mir gerade sogar, ob ich das vielleicht offscreen machen soll. Wieso macht denn der so komisch? Liegt wohl an dieser Schnellklick-Taste. Vielleicht mache ich es einfach weiter so. Ist halt immer behindert mit dem Klicken in der Aufnahme drin. Komm schon. 9. So. Und den da. Und wo ist der letzte hin? Hier noch einer. Und da hinten habe ich auch noch einen erspäht. So, Feuer machen wir wieder an. Alter. Was war das denn jetzt gerade? Sag mir jetzt bitte nicht, dass das Haus brennen kann. Sonst pisse ich dich aus, ja. Das ist, glaube ich, einfach nur irgendwie ein Bug. Dass das Feuer immer größer wird und immer weiter weggeht. Moment, das muss ich nochmal ausprobieren. Platt rein. Okay. Nice Sache. So, den Stein können wir nicht mitnehmen. Ist da gerade ein Eingeborener durchs Bild gelaufen, oder? Tatsächlich, ich bin doch nicht paranoid. Ich muss mal anfangen, irgendwie Fallen zu bauen. Das kann man immer noch nicht anklicken hier. Explosive Trapwire. Das packen wir mal hier so hin, so. Was? Alter, gegen 4 kann ich es nicht aufnehmen. Das sind zu viele. Wenn es jetzt nur einer oder zwei wären, dann wäre es mir, glaube ich, egal, aber bei 4 habe ich halt keine Chance. Geht einfach weg. Geht einfach weg. Meine Freunde, geht weg von mir. Die patrouillieren immer da oben, runter und unten den Strand entlang anscheinend. Wenn die das weiterhin so machen und nicht näher zu meinem Haus kommen, ist es mir eigentlich egal. Alter, ich habe das hier viel zu lang gemacht. Ich hätte hier die Tür hinklatschen sollen. Dann wäre es auch kein Problem mit den Loks. Hätten wir gleich mal 10 Loks weniger gehabt. So. Das mit dem Feuer sieht gar nicht gut aus. Naja. Komm schon. Komm schon. Diesmal habe ich es geschafft. Okay. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so mache mit den erst eine Wand fertig bauen und so. Eigentlich bringt es ja nichts, aber ich mag das, wenn die Wände fertig sind. So. So. Dann brauchen wir noch diverse Loks. Dafür mache ich, glaube ich, gerade mal eine Aufnahmepause und fäll ein paar Loks um. Ja, also bis gleich. Tschüss. Alter. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Ich würde es bevorzugen, eigentlich jetzt nicht zu sterben.
Was machen denn die da? Geht weiter! Alter, die kommen in meine Richtung. Ich habe in der Zwischenzeit da zwei Lockholder hingeklatscht. Alter, der baut ein Effigy vor mein Haus, das fällt ihm auf. Einen meine ich natürlich. Und die auch. Und der da hinten auch. Wollen die mich irgendwie verarschen? Das kriegen die sowas von zurück. Und da, Alter, direkt neben meinem Haus. Ich sammle mal das Stickies. Bis die weg sind. Das ist ganz schön beschissen, dass die so oft kommen. Kann man gar nicht richtig spielen. So. Zack, zack. Die gehen auch einfach nicht weg. Die Lockholder brauchen viel zu viel Sticks. Ich lasse die eigentlich nicht stehen, oder? Die klatsche ich direkt wieder um, die Teile. Dann habe ich nämlich auch wieder Sticks. Eigentlich nett von ihnen, dass sie mir Sticks mitbringen. So. Das bringt nämlich ziemlich viele Sticks. Da hinten läuft gerade einer um mein Haus, glaube ich. Deshalb sollte ich jetzt nicht unbedingt dorthin. Jetzt, Alter, das sind 6 Stück. Gegen 4 hatte ich ja nicht mal eine Chance, jetzt sind es plötzlich 6. Was mache ich denn jetzt? Da ist noch ein Stock und da ist noch ein Stock. Ich kann ja eigentlich nicht mal zu meinem Haus oder gegen den Einwohner. Ich muss die mal alle töten, wenn ich einen Pfeil und Bogen habe. So. Ich glaube, die 4 haben sich jetzt verpisst. Ich muss nur auf die da ein Auge halten. Theoretisch könnte ich sie ja töten, aber ich habe nicht, ich habe keine Rüstung und nichts und ja. Ist auch ein bisschen blöd. Die kommen zurück. Ich will mich nicht schon wieder mit denen anlegen und sterben eigentlich. Alter. Die sehen mich, die sehen mich. Nein, nein, ich wollte nicht gesehen werden. Geh einfach weg, bitte. Hier war ich ja eh noch nicht. Dann kann ich mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht haben die sich ja dann verpasst, bis ich wiederkomme. Das sieht schlecht für mich aus. Das Zeug nehmen wir alles mit. So, du bleibst hier. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht angeschlichen oder so. Hua! Hua! So. Kann man jetzt nur noch ein Bein mitnehmen oder was? Naja. Was ist das denn? Eine Rettungsring. Kann ich den vielleicht umhauen? Nein, was ist da drin? Alter. Köpfe. Und Medizin, ganz viel Medizin. Das ist zum Glück nicht verstörend für mich. Oh,
Alter, ich dachte gerade, da kommt schon wieder einer. Ich kann nicht mehr rennen. Das ist blöd. Ich habe nichts mehr zu essen. Und nichts zu trinken. Und da fliegen wilde Boxen durch die Gegend. Hier ist überall nichts drin, glaube ich. So. Wenn die jetzt immer noch da sind, dann habe ich ein Problem. Hier sehe ich sie zumindest mal nirgends. Die haben mich jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist schätzungsweise nicht so gut für mich. Naja. Dann hoffe ich mal, dass sie weg sind. Und mache eine Pause, bis die zwei Folder voll sind. Und dann sehen wir uns gleich. Okay. Also offensichtlich sieht man in der Nacht jetzt fast gar nichts mehr. Ich sehe nur da oben einen rumrennen und rumschreien. Und ich habe das Gefühl, es wird langsam heller. Bei dem habe ich überhaupt nichts gesehen. Da sind zwei auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal schlafen, bis es wieder hell ist. So, wo schlafen bitte? Alter, wieso geht denn das nicht? Alter, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht kämpfen. Bitte lass mich in Ruhe. Das wäre äußerst freundlich von euch. Ich sehe nicht mal was. Wenn ich was sehen würde, könnte ich vielleicht kämpfen. Warum liegen hier überall so viele Stöcke rum? Da unten ist der Container. Ich dachte gerade, das ist das Licht von diesem Typ mit der Lampe. Alter, wie hell das jetzt ist. Und sieht wieder mal nice aus, dieser Berg. Da sind die Typen. Wäre es jedes Mal nur einer oder zwei, könnte ich es vielleicht mit ihnen aufnehmen, aber wenn die immer gleich zu 10 kommen, hat man natürlich keine Chance. Das ist vielleicht auch das, was die Spieleentwickler sich jetzt nicht nehmen lassen haben. Früher war das ja eigentlich so gedacht, dass es so ein Survival-Game ist, wo man wirklich eigentlich gar nicht speichern kann. Sondern man zockt einfach eine Weile und stirbt dann eigentlich irgendwann ziemlich schnell. Und probiert halt so lange wie möglich zu überleben. Und mittlerweile hat sich halt so entwickelt, dass viele da ihre Häuser bauen, wie ich, und dann in dem Game rumchillen und ewig rumbauen. Und es war einfach viel zu einfach, die Typen umzuhauen, und jetzt ist es mega schwer. Also für mich zumindest. Ohne Bogen habe ich keine Chance. Ich habe nur diese kleine Axt. Wieso gehen die nicht weg? Ach, das ist ja gar kein Typ. Okay, ich versuch's nochmal. Alter, nein. Die rennen hier die ganze Nacht rum und ich darf jetzt warten, bis es wieder Tag ist. Naja. Komm doch her. Du Blödmann. Was? Wie kann man denn da verfehlen, Alter? Jetzt. Ich nehme wieder die Axt. Den zünd ich auch noch an. Wie stirbt der mal?
komm schon. Bam, 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 bam. Weg mit dir, weg mit dir. Der stirbt jetzt sowieso von alleine. Jawohl. Da, scheiße, da kommen die nächsten. Okay, das schaffe ich nicht lange. Ich brauche trinken. Und ich rüste mich direkt wieder damit aus. Mit Feuer ist es mega einfach, die kaputt zu hauen, aber ohne gestaltet sich das ganz schön schwierig. Was mache ich denn jetzt? Ich muss trinken. Covered in Blood. Ab ins Wasser. Die gehen jetzt schätzungsweise nicht so einfach weg. Was ist das da? Alter, was ist das denn? Das ist, glaube ich, nicht so beabsichtigt gewesen. Wo sind denn die? Ich will kämpfen! Da rennt einer, aber das ist, glaube ich, ein Kannibale, kein Einwohner. Ja. Eigentlich muss ich nur die Einwohner hinlegen, dann kommen die Kannibalen und essen die. Dann kann ich die Kannibalen, während sie fressen, töten. So. Den lege ich mal schön hier vor mein Haus. Und dann müssen ja irgendwann die Kannibalen kommen. Ich glaube, das sind die Flare-Gun-Schüsse, die glitschen sich hier irgendwie durch den Boden. Ich dachte erst, es soll irgendwie so eine Erscheinung sein oder so irgendwas. Aber das bezweifle ich. Da oben ist der nächste. Da hinten brennt auch ein Licht. Wenn es nur einer ist, können wir ihn angreifen. Komm her. So. Das müsste reichen. Mach das Licht aus. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so programmiert ist, aber wenn ich Licht an habe, habe ich immer das Gefühl, als würden die mich besser sehen. So, jetzt sehe ich mal wieder gar nichts. Außer die hässlichen Flare-Gun-Teile. Da hinten leuchtet immer noch was. Ich höre aber auch nichts. Aber das kann doch nur so ein Typ sein, oder? Was soll's denn sonst sein? Okay. Ich gehe mal lieber. Ich sehe gar nichts. Das ist wunderschön. Da kommt, glaube ich, einer. Lassen Sie das bitte. Jetzt rennt er weg. Jo. Wo ist der nächste? Oh, die Sonne geht auf. Halleluja. Warum sieht denn das Wasser so komisch aus? Ich muss wieder aber nicht waschen, glaube ich. So. Boah, endlich geht die Scheißsonne auf. Die Nacht hat ewig gedauert, zumindest gefühlt.
den nehmen wir mal mit. Ich leg mir die jetzt alle vors Haus. Auf den Haufen. Da unten den anderen noch. Und dann zerlege ich die und kann direkt Effigies draus machen. Da oben laufen sie. Scheiße, Alter, das sind 3 Stück, oder? Ich baue mal ein Effigy. Ich muss die nämlich irgendwie mal abschrecken. Okay, ich brauche noch Hände und Füße. Warte mal, ich nehme mal einen mit. So, jetzt ist das einfacher. Was brauche ich noch? Noch einen Kopf. Da nehme ich mal noch einen mit. Wenn man die auf den Haufen legt, ist es ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten, wo man drauf schlägt. So. Und dann haben wir endlich ein erstes Effigy. Und das zünden wir auch gleich an. Vielleicht vertreibt das die ein bisschen. Bis jetzt habe ich keinen großartigen Effekt davon bemerkt. Früher hatten die nur ein bisschen Angst vor Feuer. Hatte ich das Gefühl. Und jetzt, keine Ahnung, haben die gar nichts mehr. Und wie man sieht, wie versprochen, die ganzen Lockholder sind voll mit Locks. 2 Stück habe ich geschafft. Krasse Leistung, würde ich sagen. So. Und ja, jetzt sind eh eigentlich 2 Folgen rum in der Aufnahme. Also entweder breche ich jetzt ab oder ich sammle schon mal noch Loks. Ja, das mache ich, glaube ich. Ich sammle jetzt gleich noch Loks. Ich beende die Aufnahme. Sammle noch ein paar Loks für die nächste Aufnahme. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Thank you.